2018, drei Jahre später, sind wir in der wir haben ein eigenes Haus. So, ich habe mir jetzt Sushi bestellt. Warum habe ich keins bekommen, Mino? Warum habe ich kein Sushi? Mino, was soll das? Bin ich jetzt aber schon frech, Mino. Findest du das gut, ja? Aber so richtig geil ist. Oha. Oha. Warum ist hier eine Decke? Gehört hier nicht hin. Die Decke gehört hier hin. Kann ich da raus? Ich muss raus. Okay. Nee. Darf nicht raus. Na gut. War das dein? Wir haben immer noch unsere Wii-Konsole. Ich finde das toll. Ich finde das toll. Ich habe auch noch eine. Und die GameCube-Controller und so. Ich find das richtig toll. Oh, wir haben sogar eine zweite Wii-Fernbedienung. Damit wir auch zusammenspielen können. Also Fernbedienung kommt noch da. Ich muss mal gucken hier. Ich muss mir Übersicht verschaffen. Packen Sie erstmal hier mit rein. Das ist auch eine Blu-ray. Hier ist ein Buch. Das sieht aus wie ein richtig fancy Buch. So ein fancy Fantasy Buch halt. Unser 3DS. Das sind auch noch die Spiele dazu, ne? Aber ich kann die immer noch nicht. Ich kann die da nicht hinstellen. Ihr lieben Hallöchen, Anja. Na du? Alles Guti bei dir? Wir haben sehr viele Blu-rays. Oh, wie schön ist die Küche. Ich bin neidisch. Das ist auch ein Dings, oder? Ist das ein Handtuch? Ja, ne? Hier, guck mal, das ist doch eher ein Handtuch. Oh, wir haben viele Zimmer zum Auspacken. Uiuiuiuiui.
ich kann es doch nicht ranheften. Hier sogar die alten Kissen. Schön. Ich finde das gerade irgendwie schön. Aber die haben wieder nicht sortiert. Mann! Jetzt fängt hier wieder die Unordnung an. Bin ich mal da was, sind's da mal wieder was? Mach doch sowas nicht. Kann ich nicht drehen. Sagen. Ein Gehstock? Den hatten wir vorher auch schon. Den Stock hier. Oh, unsere Untersetzer wieder? Oh nein! Jetzt passt das da nicht rein, ne? Jubble. Das ist eine Anspielung auf Scribble. Da bin ich mir sehr sicher. Hier leider nicht aufmachen. Warte mal. Die das nicht, sondern die weißen. Nehme ich mal hier mit rüber. Könnte halt auch gucken, aber die kriege ich halt hier nicht anders hin. Also die muss da schon sein, aber ich könnte die Sachen noch hier rüberstellen. Dann könnte man hier vielleicht die Wii-Spiele reinmachen. So vielleicht. Ich glaube, wir haben zu viele Gesellschaftsspiele. Entschuldigung. Und zu viele Blu-rays. Kriege ich das da jetzt doch noch rein? Ja. Ach so, aber wir haben ja auch noch die hier. Ja gut, jetzt nicht mehr. Was ist da? Ach komm schon, da wäre doch noch Platz. Ja, muss das da bleiben, so. Könnten natürlich auch die nach da unten packen. Hier so hin. Ja, glaube ich, finde ich besser. Und die Fernbedienung kommt doch auf die Seite. Und dann gehen wir damit jetzt erstmal in die Küche. Was? Ui, Siedler von Catan? War das da mit drinne? Als Spiel? Da bin ich halt auch wieder raus, ne? Da kenne ich mich nicht aus. Ja, ich glaube das Rote. Ah, okay. Habe ich schon gewundert, was das Rote sein soll.
Wir wollen hier erstmal ein bisschen aufräumen. Ein bisschen gucken, was hier wieder wohin kommt. Ja, ja, aha, okay. Packen wir das mal dahin. Was soll ich denn mit Pflanzen in der Küche? Da. Ist doch schön, dass wir halt noch die anderen Umzugskartons haben und so, ne? Wir haben ja ganz viele verschiedene Umzugskartons. Halt die erst mit reinkamen. Jetzt, und ich glaube, das andere sind unsere alten und so. Finde ich irgendwie cool. Tschüss. Guten Tassen. Oh, Schüssel. Warum ist denn jetzt nicht hier der Bus? Babybett? Oh! Babybett! So, noch ein Schläfchen vom langen Spätdienst. Mach das, Anja, mach das. Ich habe jetzt Inhalation und Kapsel- und Nasenspray verschrieben bekommen. Mach gleich Mittagsschlaf. Beim Arzt warten wir ganz schön lange. Ja, oh, glaube ich dir. Baby. Oha, da hat sie ein weiteres Familienmitglied eingefunden. Ja. Oh, wir haben sogar einen begehbaren Kleiderschrank. Was haben wir denn für ein geiles Haus? Oh. Wie cool ist das denn? Ein Globus! Da! Und da hat aber einer nicht die Kiste richtig sortiert. Ich glaube, wir haben abgefärbt auf unseren Partner. Ich glaube, wir haben abgefärbt. Wir waren genauso unordentlich. Und die Person hier, die hat wenigstens alles ordentlich gemacht und so, weißt du? Und weißt du, dann kommen wir ins Leben. Geschlittert. Alles unordentlich. Ich glaube, das könnten wir hier wieder hinpacken. Viel zum Saubermachen, das stimmt, ja. Aber auch genug Platz halt, ne? Man hat ja hier dann trotzdem auch genug Platz. So ein Schneebesen. Was er da irgendwie. Nein? Ja. So. Das ist das Gewürzding.
Kleiner Topf, großer Topf, überall Töpfe. Knoblauchpresse. Der Staubsaugeraufsatz. Noch mehr Magnete. Ist kein Magnet. Ich bin ja auf den Altersruhsitz gespannt. Ob da der Teddy immer noch da ist. Bestimmt. Das Schweinchen kommt doch mit. Geht gar nicht ohne. Ich habe ja zum Beispiel auch immer noch meinen Hasen. Den habe ich auch schon seit... Weiß ich nicht. Ich glaube, seitdem ich geboren bin, habe ich den. Ist das ein Kerzen? Warum haben wir denn hier Kerzen? Der muss, glaube ich, hier hin. Anhängen? Brauchen wir jetzt zum Saubermachen. Oh. Können wir nämlich den Abwasch dann raufpacken? Alles hinstellt. Ich weiß ja halt auch immer nicht, was jetzt noch kommt, ne? Das ist auch so eine Sache. Kann ich halt leider hier nicht ranhängen oder so. Oder doch da! Dann habe ich nichts gesagt. Dann habe ich nichts gesagt. Ist das nicht eine Klorolle? Das nicht, aber das hier ist eine Klorolle. Hier mit so mehreren Stöcken und so, ey. Holy moly. Ich denke mal, das wird unser Altersruhsitz, oder? Seit tausenden von Jahren, ja mindestens. Mindestens. Also ich würde hier jetzt nicht mehr ausziehen wollen. Bin ich ja ehrlich. Ich wäre jetzt schon fast traurig, wenn die hier wieder ausziehen. Sachen packen wir nach unten. Echt, das passt doch nicht. Echt nicht? Stimmt an den kleinen Topf hier. Der Große halt nach da. Mist. Und ich will die Pfanne hier auch noch irgendwie unterbekommen. Mann. Ach komm, das wird doch noch passen. So. Das muss so. Zeit für eine Pause. Oh no, der Froschkaffee will Pause. Aber ich bin doch hier noch gar nicht fertig. Ja, unser hier ist auch was will. Aber ich glaube, heute wird auch gar nichts mehr mit Guildwurst, ne? Ich bin aber auch komplett matschig.
Und ich bin ja auch schon 4 Stunden live. Aber heute machen wir kein Guild Wars. Stecken. Matsch in den Chat rum. Hey! Warum das denn, Riza? Bitte nicht mit Matsch werfen. Das muss doch jemand sauber machen. Wenn man sogar hört, wie die Treppe hoch oder runter gelaufen wird, wenn du die Stockwerke wechselst. Ja. Ja, richtig cool. Ich mag diese kleinen Details total. Auch wenn man viele bestimmt auch einfach übersieht und so. Aber wenn man sie dann doch mal mitbekommt, ist das richtig, richtig schön. Ich muss halt echt gucken, wie ich hier was hinstelle. Die Küche ist ein bisschen klein, okay? Ich hab nicht so viel Stauraum. Ich hätte gern mehr Stauraum, habe ich aber nicht. Warum sind denn hier die Kerzen? Das ist auch nicht richtig. Woanders hin. Ist hier da rein? Ja. Der Wal, der kommt auch noch weg. Der ist hier auch nicht richtig. Hoffen wir, dass jetzt nicht noch mehr Gläser und so kommen. Reinmachen. Da kommt hier nämlich unser Brettchen hin. Was kommt noch da? Wird doch. Wird, Leute, wird. Insektenspray. Bestimmt auch noch ein Archiv werden, weil man hier irgendwie das plus das ist gleich übel legt oder so. Ich will richtig gut vorstellen bei dem Spiel hier. Mal gucken, ob ich mir privat vielleicht mal die Archivements und sowas anschaue. Da kommt Messer hin, da kommt die Löffel hin. Warte, das sind die großen Löffel, ne? Komm nach da. Dann kommt da. Ich schon wieder diese komische Wasserflasche. Oh, guck mal, das passt da sogar da. Oh Gott, diese riesige Flasche. Die hält nach 3 Jahren hält die immer noch. Kann auch sein, dass das schon eine neue ist. Ich darf mir erstmal Platz schaffen. Passt nicht.
Oh, wir haben keinen Platz für Salz. Es ist gerade so ruhig, ne? Weil wir keine Musik gerade drin haben. Da meckert man einmal und dann zack, Musik wieder da. Wir mögen sehr viele Magnete. Warte mal, hier. Ei, Herz. Hatten wir doch auch schon, oder? Da. Warte, haben wir hier nicht noch... Koala plus du ist gleich Kacki. Können wir noch ein holen? Ja. Ein Funfact: Koala-Babys fressen den Kot ihrer Mutter. Hey, naja, gut, es gibt auch Tee und Kaffee aus Elefanten. Was mich wundert, mittlerweile gar nichts mehr. Bin ich ja ehrlich. Mittlerweile bin ich abgehärtet. Oder Affenpuppenkaffee. Ja, das ist. Es gibt alles. Es gibt alles. Das ist, ich glaube, ich bin mittlerweile einfach abgehärtet. Mal gucken, wie ich das hinpacke. Also ich bin mir nicht sicher, was das hier sein soll. Kann halt sein, dass das einfach nur so Porzellandinger sind. Kann aber auch sein, dass da irgendwas, dass das irgendwas Bestimmtes ist. Ich weiß es leider nicht. Hier kommen die Bücher hin? Ja, okay. Von mir aus. War interessant. Ich notiere mir das mit dem Koala. Okay. Hallöchen, Nero. Guck mal hier. Was machen die hier? Der andere Wal. Wollen doch aber in die. Wobei Salz, Pfeffer kann man schon auf dem Tisch haben. Das nicht. Oh. Aber schön, dass das trotzdem geht, ne?
Und Hallöchen, Ivan. Hi. Aber das passt jetzt hier halt nicht so. Hast du auch nicht hier so ineinander stapeln? Werde ich denn jetzt schon wieder gebongt? Oder gar nichts gemacht? Chat ist schon wieder gemein. Gemein, die Chat. Aber danke schön fürs Patten. Da nicht hinpacken kann. Ärgert mich. Du hier nach dem Umzug wird schon Wein getrunken. So, keine Ahnung. Ja, auch ein bisschen überfragt. War gut. Wenn ich hier was hinstelle. Ich schmeiß halt auch immer alles irgendwo hin. Wird schon. Passt schon irgendwo. Wäre eine größere Küche besser gewesen. Ja, aber man kann sich das dann nicht immer aussuchen, ne? Oh, Platzdeckchen. Ja, außer man baut halt Silber. Da kann man sich das meistens aussuchen. Aber da hat man ja auch nicht immer Zeit, Lust und Geduld für. Kauft man ja auch manchmal ein Haus und dann lebt man halt damit, was es halt hat, ne? Dann ist es vielleicht auch mal eine kleinere Küche. Aber wenn der Rest dann passt. Hallöchen, Uganda. Hey. Na du, alles gut bei dir? Ihn da unten packen. Passt leider nicht. Aber ich kann die Brotbackmaschine da reinpacken. Die brauch. Wäre ja auch nicht ganz so dringend. Ne, dann kann man die rausholen, wenn man sie braucht. Dann muss sie nicht immer draußen stehen. Was kommt da noch rein? Auch nicht, was ich mit dem einen Glas hier mache, ne?
Passt halt hier nicht. Mann. Eine blöde Glas, ne? Warte, man kann ja hier noch ein bisschen was hinstellen. Na, so ist es ja nicht. Könnte man das so machen? Kommt der Kaffee dahin? Das Salz hier hoch? Dann kann man die Tassen nämlich noch hier hinpacken. So. Dann kommt das Glas dahin. So, jetzt aber. Also umwurschteln, ey. Hier mit den beiden Schüsseln mache, weiß ich auch noch nicht. Platz da. Und die andere? Dahin. Ey, das Spiel wird mich so sehr anmeckern mit das passt da aber nicht. Ich sag, das passt. Uganda, lecker. Das lese ich aber lieber nicht vor. Dann gute Besserung. Ich weiß, dass jemand, den ich kannte, aus der Ausbildung sowas ähnliches hatte. Und der ist dann halt. Der ist dann halt immer zum. Wir waren so Pediküre-mäßig hingegangen und dann wurde das da halt immer gemacht. Weiß aber jetzt natürlich nicht, wer das denn bei dir helfen könnte. So, unser alter Laptop. Ich finde das schön, dass wir den noch haben. Ist ja auch nur, was bei dem einen hilft, hilft ja auch nicht gleich bei dem anderen und so, ne? Alles für Auszeichnungen und so. Also sogar so einen hochfahrbaren Tisch. So ein Hup, Hup. Cool. Das an empfindlichen Stellen mag ich auch nicht besonders. Ja. Also Spritzen sind sowieso immer. Bin auch kein Fan von Spritzen. Pflanzis. Oh, wir haben unseren kleinen Kaktus. Der muss hier wieder hin. Ja. Gut, neuer Rechner. Der Brocken kommt noch da. War noch unser. Oh. Und unseren D&D-Würfel.
Haben wir. Ist das von uns? Weil wir hatten mal so Zeichnungen hier an diesem Pinboard dran. Die sahen auch so aus. Haben wir ein Kinderbuch illustriert? Oh ja, das ist unsers. Sonst hätten wir nicht zwei. Sonst hätten wir nicht drei. Sonst hätten wir auch nicht vier. Und auch nicht fünf. Oh, das ist sowas von unsers. Oh, wie cool. Oh, wie cool. Oh. Jetzt bitte mal mehr. Oh, wie cool. Ja, guck mal da, der hat einen Popo. Ja, Popo. Da, guck mal. Das ist unsers. Oh, das ist ja schön. Oh, das freut mich. Wenn ich meine Spritze bekomme oder Blut abgenommen wird, muss ich das wissen, wann es zusticht. Denn wenn ich da nicht ausatme, kann mir schlecht werden. Ja, da ist das Gute bei meinen Ärzten. Die sagen einem das dann halt. Die sagen dann jetzt ausatmen. So. Also die wissen sowas auch schon. Ich weiß aber nicht, ob ich mein Blut denn hier eher rein barrikadiere. Und darauf an, wie viele es noch werden. Also ich habe nicht das Problem, aber es gibt wohl viele Menschen, die da das Problem mit haben. Und da sagt dann mein Arzt das extra. Was ist das denn? Ach, das ist für die Hand, ne? Ist für die Hand. Druckerpapier. Druckerpapier kann. Auch immer schon mit unserem Schweinchen. Da, da, Schweinchen, Schweinchen. Schweinchen. Das, was uns unser Leben lang begleitet hat. Och, ist das schön. Ich finde das gerade wirklich schön. Wir haben ja hier die Person seit klein auf quasi bei den ganzen Umzügen begleitet. Guck, die Lavalampe auch noch mitgenommen. Ich glaube, die packe ich aber dann. Das hier packe ich, glaube ich, hier hin. Das hier irgendwie raufpacken? Nee. Leider nicht. Mir wird auch immer schlecht, aber da hilft leider nichts. Oh je. Ich komme mit Blutverlust zum Beispiel nicht klar. Also wenn mir Blut abgenommen wird, dann kommt mein Körper damit nicht klar. Das ist das Einzige bei mir. Ich muss dann danach meistens halt was essen und was trinken. Ganzen Ringbücher nicht. Ich würde die gerne eigentlich hier so beieinander haben.
Schade, dass ich das nicht einfach darauf packen kann. Wir haben einen richtigen Monitor. So einen habe ich jetzt auch bald wieder. So einen schönen großen Grafikmonitor. Bald. Wenn alles klappt, dann kommt der. Also so groß ist er nicht. Ich habe den nur in den 13 Zoll bestellt. Aber ich glaube, mein 16 Zoll, der war auch so. Also der war schon ziemlich. Ja, und damit werden dann wieder Emotes gezeichnet. Ganzen Bums. Aufeinander stapeln kann ich? Will er nicht. Oh, wenn wir das Druckerpapier haben, dann haben wir irgendwo auch noch den blöden Drucker, ne? Der Drucker, der flattert doch dann hier wahrscheinlich auch irgendwo rum. Ich glaube, da muss ich alles mal hier ein bisschen nach hier noch schieben. Wir hätten uns einen größeren Schreibtisch zulegen sollen. Das hätten wir aber machen sollen. Wo wir hier einziehen. Und Dankeschön für eure Follows. Vielen, vielen Dank. Ja, so ein 3 Meter höhenverstellbaren Tisch. Ja, der ist ja schon höhenverstellbar, aber man könnte hier noch ein bisschen und um die Ecke und alles Schreibtisch. Das ganze Zimmer einfach Schreibtisch. Kostet ja nur eine Leber. Ach, das geht ja denn noch. Das ist ja gar nicht so viel. Oh Mann. Wir haben Druckerpapier, aber ich habe den Drucker noch nicht gefunden. Ist vielleicht doch besser so. Oh, noch ein kleines Bad. Aber wir haben, glaube ich, auch noch so eine Dusche, ne? Ist ja nur so ein Dingsbad und genau, hier ist halt doch das richtige, das große Bad. Das ist halt so cool. Das ist Gäste-WC. Hier. Wenn die. Ne? Die Gäste, damit man halt nicht umfällt. Oh. Dann packen wir das noch da. So. Kinderzimmer. Ah. Und diese Biene, guck mal. Oh. Oh. Ich habe eine Beschäftigung gefunden. Für Elefanten euch bitte. Ja. Ich habe eine Beschäftigung gefunden. Ich glaube, man könnte mich mit Babyspielzeug könnte man mich auch sehr glücklich machen. Oh, hier ist so ein Kolibri. Aber ne, ich sag's ja so wie es ist. Also mit Babyspielzeug wird man mich wahrscheinlich auch sehr glücklich. Oh. Oh, kleine Sachen. Gott, das geht jetzt noch mal eine halbe Stunde so. Nein, okay, ich leg's schon ab. Ich leg's ja schon ab. Alles gut.
Mir fällt gerade auf, ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Was hast du denn vergessen, Hamori? Boah, der macht mich. Oh doch, das ist so ein Knisterwürfel. Das passt nach da. Oh, unser Schweinchen. Und Schweinchen bekommt... Oh. Schweinchen wird weiter vererbt. No. Beide halt. Dann stapel ich das hier hoch. Oh, das ist so ein Beißring, glaube ich, ne? Wie Zahnen. Wow, wow, wow. Ich habe noch mehr zum Rumspielen. Yay. Hamori! Hamori, danke schön für deinen Zap. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Und viel Spaß natürlich mit den Fridolin-Emotes. Wow, wow, wow. Passt gerade zum Kindersetting, ne? Wow, wow, wow. Ihr habt sehr viel Babyspielzeug. Erinnert mich irgendwie an eine Art Pixel sind. Was? Den Satz habe ich jetzt irgendwie nicht ganz verstanden. Ach, Sims. Ah. Ja, also an sich ziehen wir halt eigentlich nur um und wir begleiten quasi eine Person, halt immer wieder umgezogen ist. Wir sind auch schon mit einem Freund zusammengezogen. Das lief aber nicht ganz so gut. Oh, da sind wir wieder zurück ins Kinderzimmer und alles. Also wir begleiten quasi hier jemanden auf seinen Lebensweg. Deswegen können wir hier auch dann alles wieder aufpacken und umsortieren und alles. Deswegen freut es mich gerade irgendwie so ein bisschen mit dem Baby. Den Öhrchen. Und sehr süß. Warum haben wir denn so viele Bauklötze? Ist das passend? Ach nee, das sind die Feuchttücher. Das hier sind die Windeln. Warte mal. Durch die Windeln nach da. Kleiner Mülleimer, wichtig.
Noch mehr. Will das nicht alles im Bett haben, eigentlich? Doch, doch, hast du das. Ich liebe das. Ah! Ich habe sehr viel Spaß damit. Vielleicht noch eine Krabbe. Oh nein. Passt da jetzt nicht mehr rauf, ne? Ja. Ah. Also die Sachen kommen erstmal. Am besten. Was dann nach der Mutter? Was sagt er? Weil man ja die Spucktücher dann eher hier braucht. Erstmal gucken mal, ob hier noch mehr dazu kommt. Hab ein Messer wieder gefunden nach langem Suchen. Ui. Spielst du eigentlich auch Horrorspule? Nee, gar nicht. Ah, hier ist der Drucker hin. Ich spiele gar keine Horrorspiele. Außer du willst, dass ich dauerhaft schreie. Ja, ich will. Nein, Menu, willst du nicht. Also willst du vielleicht, aber nein, Menu. Nein. Blöde Drucker, ne? Was ist noch? Ich hab ja gesagt, ich hab das Druckerpapier schon gesehen. Ach nee, warte, wo müssen wir denn hin? Das haben wir hier, glaube ich, alles schon. Da unten müssen wir noch hin. Wo habe ich denn gerade angefangen? Oh nein! Ich habe mich verlaufen, das Haus ist zu groß. Da waren wir. Hier, hier müssen wir jetzt hin. Ja, die Plüschwurst. Oh nein, die Küken. Oh nein, die Küken. Die Küken sind zurück. Menu will, dass Ellie die ganze Zeit schreit, anscheinend. Äh.
das würde ich aber dann erst mal da ablegen. Genau das. Ich bin mir immer noch nicht sicher, was das hier ist. Hat noch sowas. Deswegen, ich habe keine Ahnung. Nicht nur Menu. Oha. Oh, wo ist denn mein Arbeits? Da. Wecker, der ist halt auch schon so alt, ne? Schade, ich hätte auch gern die Hühner einfach hier einfach so draufgestellt. Wir beobachten einen dann beim Schlafen. Gar nicht creepy oder so. Also ich spiele auch Spiele, die nicht so sind wie das hier. Die ist ja sehr entspannt. Ne? Ich spiele auch Shooter und sowas, aber ich spiele keine Horrorspiele. Nicht, wenn es sein muss. Also nicht wenn es nicht sein muss, so. Ich bin eine extrem schreckhafte Person. Und mit extrem schreckhaft meine ich auch extrem schreckhaft. Ein kleines Radio, aber zwei Stück davon in unterschiedlichen Farben. Notizbuch im Schlafzimmer. Was für Notizen macht man sich im Schlafzimmer? Ich weiß nicht, aber es war davor auch im Schlafzimmer. Deswegen habe ich es jetzt hier gelassen. So, Hühnchen. Noch mehr Hühnchen. Oh, das hat sogar eine Fliege. So viele verschiedene Hühnchen. Hühnchenarmee. Ah, hier. Mama Chicken. Oh nein, Mama Chicken passt nicht hin. Warte, ihr müsst Platz machen. Mama Hühnchen muss ja auch noch mit hin. Oh Gott, er hat eine Brille. Eine Sonnenbrille. Er ist das coolste Chicken da. Auf jeden Fall das coolste. Coolste Hühnchen im Club. So, jetzt haben wir das ja auch noch. So ein Sonnenhut. So ein begehbarer Kleiderschrank. Jetzt packe ich mal wieder hier so. Rock. Ist auch noch Rock. Muss ich mal wieder gucken hier. Warum ist hier eine Schatzkiste? Ja, doch hier, glaube ich, gar nichts zu suchen. Ein Träume aufschreiben. Stimmt, das machen wirklich Leute. Das, kurz nachdem sie halt aufgewacht sind, halt die Träume niederschreiben, weil ansonsten vergisst du sie halt. Und gerade wenn du frisch aufgewacht bist, dann hast du sie meistens noch im Kopf.
stimmt wohl. Das machen wirklich Leute. Hier sind auch die unten. Was ist das? Aufgemacht. Nein, das wollte ich nicht. Pack das mal hier rein. Die Sockis. Oh, ich glaube, das Kleid war neu, das blaue. Das kannten wir, glaube ich, noch nicht. Hast du eigentlich Animal Crossing erlebt? Ja. Habe ich. Oh nein, das passt hier nicht mehr. Sage. Ich schieb mal die Kleider hier rüber. Warte, ich nehme das Kleid. Warum? Was überlegst du, Greno? Was ist los? Oh, hier ist nur ein Sportbeam. Hier halt nicht. Weil das ein langer Rock ist. Dann packen wir die doch noch da. Hier hin. Dann kommt der lange Rock hier hin. Mein Sushi ist da mit 4 Essstäbchen. Alles meins. Ach, Menu. Hast du eine Großportion bestellt, ja? Wäre für Unpacking auch dafür, dass es mal die andere Seite gibt. Von der Person hier, quasi ja mit uns zusammengezogen ist. Ja. Vielleicht kommt ja irgendwie mal ein zweiter Teil oder so. Ja, auf jeden Fall interessant. Das hier öffnen. Aber wer weiß, ob das gut wird, ne? Weil, also... Das Ding ist ja auch, von How I Met Your Mother gibt es ja jetzt auch How I Met Your Father. Und das ist ja anscheinend nicht so gut angekommen. Von der anderen Seite quasi. Also weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, ne? Oder ein Spiel namens Einpacking. Eigentlich dann nur Packing, oder?
Verstauing. Nee, keine Ahnung. Moving. Nee, Moving ist ja das, was wir hier gerade machen. Ist ja umgezogen. Das packen wir aus. Hier so unsere Blubberhosen. Das Nachthemd. Also das ist nicht unser Nachthemd, das ist hier das Nachthemd. Dann könnten wir unseren, das ist ja unser Schlafanzug. Da könnten wir doch die bisschen da so. Wir haben sehr viele Klamotten. Sehr viele Klamotten. Also wirklich viele Klamotten. Ja, unsere Rainbow Socks. Unsere Rainbow Socken. Ich hab gar nicht mehr. Kannst du aber an die Seite stellen. Einpacking finde ich aber auch gut als Titel. Ihr seid doch ein Banner. Dass man deren Werdegang mit Umzügen nachvollziehen kann. Oh, Parfum. Noch mehr Parfum. Sporthose. Oh, hier ist ein Tresor. Okay. Weil da ist der Koffer jetzt davor. Aber hier hängt. Lass mich wegmachen. So. Natürlich sehr unterschiedlich hängen. Einmal alle nach da. Stört das nämlich, dass das da unterschiedlich ist. Also, dass es unterschiedliche Bügel sind, die dann da so hängen.
gut. Kraftzeug rein, gut. Da noch die Sportsachen mit reinmachen. Die Leggings. Natürlich passt die eine nicht. Und die eine halt einzeln hin. Ist das halt so. Warum hier eine kleine Schatzkiste? Das Gefühl, die gehört hier nicht hin. Die kann man hier vielleicht raufstellen. Passt auch nicht. So. Soll Ellie mal wieder Animal Crossing streamen? Hab, glaube ich, noch nie wirklich Animal Crossing gestreamt, weil ich es ziemlich langweilig finde. Oh Gott. Also, was heißt langweilig? Also, ich habe halt so viel gemacht, bis ich halt KK auf der Insel hatte. Und danach habe ich keine Motivation mehr, es weiterzuspielen. Das ist eher mein Problem. Das habe ich jetzt schon 2 oder 3 Mal halt angefangen. Was denn halt ein bisschen blöd ist. Ich habe das halt schon 2, 3 Mal angefangen und bin halt immer bis zu KK und danach bin ich halt meiner eigenen Kreativität überlassen. Und dann hört es halt auf. Quasi. Aber dann habe ich ja keine Motivation mehr weiterzumachen. Jetzt unsere Zahnbürsten haben. Ah, wo ist meins? Mein Zahnbürsten. Ich will mein altes Zahnbürstending zurück, ey. Ach ja, ein Rundpflaster. Die kommen auch überall mit. Duschzeug rauf. War nur eine kleine Idee. Und um zu schauen, wie Ellie darauf reagiert, ob es der Community vielleicht gut ankommt. Ja, das kann durchaus möglich sein. Aber wie gesagt, ich habe es halt schon 2, 3 Mal angefangen gehabt. Aber halt, wenn ich das bis zu KK geschafft habe, weil so, das hast du ja als Aufgabe quasi. Und danach hast du halt keine richtigen Aufgaben mehr, sondern halt nur diese täglichen Sachen, die du machen kannst. Warum ist hier der schiefe Turm von Pisa? Eine Quietsche-Ente. Ja. Jetzt auch gerne öfter gespielt gehabt. So, ne? So ist es ja nicht. Aber es hat mich einfach dann nicht so gecatcht. Das lange hinmachen? Da kommen wahrscheinlich unsere Luferschwämme wieder hin. Ich packe
die mal nach. Aber mehr passt da jetzt auch nicht mehr hin, du. Was ist das hier eigentlich? Ist das für dreckige Wäsche gedacht? Ach nee, also vielleicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall zum Aufhängen vom Klopapier. Kann ich die anderen da... Ah, ich kann die anderen da reinstapeln. So, was ist das? Oh, okay. Das sind Klorollenhalter und Lager. Ja, habe ich auch gerade rausgefunden. Nur, was gibt's bei uns nicht? Ja, aber sowas habe ich wirklich noch nicht gesehen. Also zumindest nicht in meiner näheren Umgebung. Das ist aber Pflanzenerde, ne? Also brauche ich ja jetzt hier nicht unbedingt. Ah, hier, das ist der Wäschekorb. Macht es Spaß? Also wenn man Sachen gerne sortiert und auspackt, dann ja. Kann mich da nicht beklagen. Ich weiß halt nur nicht, wie weit wir hier zu sind. Jetzt kommt da hin. Hier noch hin. Das ist Waschpulver, ne? Und noch mehr. Ist hier irgendwie hochstapeln? Nee. Bin leider kein Hochstapler. Ich liebe es, dass es als Geräusche macht. Hin. Verdammt. Da. Dachte schon, ne? Würd ich ein bisschen voll. Besser reinpacken? Auch nicht. Müssen wir hier umsortieren. Ja, Spiel. Bleib entspannt, ich bin noch nicht so weit. Kriegt man das da unten rein? Nee. Ist ja dann doch eigentlich okay. Machen wir das nach da noch? Da ist nicht okay, aber vor die Tür darf ich es stellen, oder was? Ich habe mich schon gewundert. Aha! Ah! Oh! Ja, da
das ergibt ja jetzt auch Sinn. Ich habe mich schon gewundert, wo die Waschmaschine ist, wenn wir hier schon so Waschmaschinenzeug haben. Aber das ist doch Erde. Warum kann ich die Erde hier drin lassen? Egal. Soll mich nicht interessieren. Dann habe ich halt Erde auf dem Klo. Man kann nie wissen. Vielleicht braucht man es ja mal. Könnte auch ihn hier hinstellen. Dann macht man die hier nach da. So würde das auch gehen. Okay. Denke ich, bin damit erstmal fein. Dann schauen wir mal, was ich alles falsch platziert habe. Die kommt dann wahrscheinlich dann doch. Dann hatte Dings doch vielleicht recht, dass das eine Schmuckschatulle ist. Aber Orca hatte das gesagt, oder? Ach ja, oh Gott, die habe ich ja ganz vergessen. Dann ist das vielleicht wirklich eine Schmuckschatulle. Und dann fällt mir gerade auf, dann kann ich die kurzen Hosen ja hier hinhängen. Brauchen wir doch ein bisschen mehr Platz. Passen die da alle zufällig rein? Ah. Weil übereinander gehen die nicht. Die gehören hier nicht hin, aber ich weiß immer noch nicht, was es ist. Wenn ich es zumindest identifizieren könnte, was das ist. Aber das schleppen wir halt auch schon die ganze Zeit mit uns rum. Zumindest das Blaue. Das hier ist neu, das andere. Aber ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Vielleicht Radius oder Lautsprecher, aber warum zwei Stück? Also wurde ja auch schon gesagt gehabt, das ist vielleicht so ein Radius, aber warum haben wir denn davon plötzlich zwei Stück? Wir hatten ja erst eins, das hier. Das haben wir schon die ganze Zeit mitgenommen. Und jetzt haben wir plötzlich das hier auch noch dazu. Deswegen verstehe ich es halt nicht. Und dir und dein Partner. Aber das erklärt es halt immer noch nicht, warum wir zwei haben. Reicht nicht eins? So, weißt du? Deswegen, da bin ich ein bisschen überfragt. So vom rein logischen her komme ich da nicht hinterher, weiß ich nicht. Ist halt so komisch, dass wir davon halt zwei haben. Bringen wir da irgendwie runter. Die Tasche, ja. Die kommt noch da. Hören sich halt auch schwer an. Warum ist es da okay? Weiß wirklich nicht, was das ist. Ist das fürs Baby? Babyphone? Warum hatten wir davon schon mal eins? Ja, gucke, da ist okay. Ist das ein Babyphone? Aber warum haben wir denn das Blaue schon gehabt? Und die sind da nicht okay. Zäh. Das ergibt alles keinen Sinn.
Ich weiß doch auch nicht. Also wenn es wirklich ein Babyphone so ist, weißt du, dann ergibt das ja Sinn, dass es zwei sind. Eins halt denn da beim Baby und das andere halt im Schlafzimmer. Und das ergibt ja Sinn. Aber warum hatten wir denn davon immer schon eins? Das ergibt dann wieder keinen Sinn. Ich bin so verwirrt, was das angeht. Das. Oh, ein T-Shirt. Irgendwie ist halt noch da. Sollte ja dann so passen. Du kommst hier nicht hin. Aber wo kommst du denn hin? Doch nicht auf den Schreibtisch. Zum Draufsetzen. Warum kommst du? Du kommst in die Küche. Ja, klar. Ich habe auch immer einen Laptop in der Küche. Gar kein Problem. Die Rolle kommt hier noch da. Und jetzt haben wir's. So nice. Der Ball bleibt ganz sicher da oben liegen. Ja, ja. Ja, ja. Da kommt kein Windstoß oder sowas. Alles gut. Da hast du noch eine Kleiderbügel frei. Ja, aber da konnte ich es gerade nicht hinhängen. Deswegen musste ich ein bisschen rumwuseln. Ja, die könnten auf das Baby fallen von da oben. Ah, ja, okay. Sternchen, Elli. Ja, jetzt glitzer ich wieder. Ich sitze halt auch wirklich perfekt davor halt, ne? Falls euch wundert, nein, dahinter ist einfach nur ein Sternchen, was mir einfach sagt, hey, ich bin fertig. Also, nicht wundern. Laptop in meinem Esszimmer. Ja, anscheinend schon. Anscheinend brauchen wir einen Laptop im Esszimmer. Boah, das ging jetzt aber ganz schön lange, ne? Das ging richtig lange. Endlich ein Kühlschrank, der groß genug für alle unsere Magnete ist. Ach ja, das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Und wir gucken uns natürlich auch nochmal den Schnelldurchlauf an. Ich mach den aber diesmal ein bisschen schneller. Mach mal ein bisschen schneller. Weil das hat, glaube ich, jetzt richtig lange gedauert. Laptop im Esszimmer ist recht Homeoffice, ja. Also klacker, klack, aber in Schnelldurchlauf. Zack, 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 zack. Tick, 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 tock, tick, 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 tock. Ja, so ein ganzes Haus einrichten und ausräumen, das ist schon
Es dauert. Es dauert. Aber nebenbei hat der Bot, glaube ich, schon jetzt gefühlt zweimal gesagt gehabt, ob Pause ist. Hat schon zweimal nach Pause gefragt, glaube ich. Aber zumindest einmal. Das andere Mal kommt wahrscheinlich gleich noch. Boah, da wird einem ja schwindelig. Oh nein. Hust, du musst auch ca. 120 Kartons auspacken. Hust. Ja, ob sie denn kennt das ganze Spiel? Also jetzt nicht nur das Spiel an sich, sondern ob sie denn kennt das? Das mit dem Umziehen in ein Haus und ganz viele Kartons auspacken? Ob sie denn, habe ich nicht das Spiel auch von dir? Hattest du mir das nicht mal geschenkt? Unpacking? Ich glaube, oder? Schon eine Weile her, ich weiß es nicht mehr genau. Sieht man dein Herumschütteln auch? Leider nicht. Leider nicht. Ah. Ja, leider müssen wir noch warten, bis der erste Stock fertig ist. Nee, nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass du wüsstest. Hm. Gott sei Dank. Warum das denn, Riza? Hä? Was hast du denn nur gegen das Rumschütteln gehabt? Aber ich habe, glaube ich, Unpacking mal gespielt gehabt im Discord. Da warst du dabei. Weiß nicht, ob ich das von dir hatte. Das ist halt, wie gesagt, schon eine ganze Weile her. Guten Tag, Hallöchen, Divine. Ja, aber ich würde fast behaupten, also heute kein Guildwurst mehr. Ich weiß nicht, wie lange das hier noch geht. Ob es das letzte war. Ich hoffe sehr. Ich hoffe, die haben ihr Haus gefunden. Und dass sie da drin jetzt alt werden können. Aber ja. Es kann gut möglich sein, dass ich dabei war. Aber geholt habe ich dir das nicht. Das wüsste ich. Hm. Okay. War, glaube ich, ganz gut, dass ich das ein bisschen schneller gemacht habe jetzt. Zum nochmal angucken. Klack, 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 klack. Hier, wir haben es fast geschafft. Das nochmal die Feinjustierung. Und zum Schluss, klack. Juli 2018. Ich bin gespannt, ey. Unpacking. Haben wir Ende? Okay, das war das Ende. Mich hat sich ja die Pause gerade richtig gelohnt, auf Toilette zu gehen. Musik. This is now a home for two. Your houseplant brightens up the dreary windowsill. Your blanket keeps us warm in the evening chill. Possessions in a prime location.
Schön. Das Ende war ja noch mal richtig toll. Ja, die Pause hat sich ja gar nicht gelohnt gehabt. Oppala. Aber wie schön. Wie schön. Auch, dass das Schweinchen die ganze Zeit mitgekommen ist und so. Das Baby jetzt das Schweinchen hat. Ach, schön. Die Credits waren ja wundervoll. Auch mit dem Lied. Ich werde davon wahrscheinlich einen Ohrwurm haben. Das war ja schön. Oh. Und ganz zum Schluss war noch dann Angedenken an die Großmutter. Ach ja. Das war schön. Aber wirklich zwei Frauen zusammen am Ende. Ja. Warum nicht, ne? Das war schön. Der letzte Umzug, der hat am längsten gedauert. Und ich bin sehr, sehr froh, dass sie da jetzt ihr Haus gefunden haben. Das ist schön. Na, ja. Aufkleber, was ist denn hier? Ich habe nicht alle, ne? 12 Uhr. Das sind wahrscheinlich auch ganzen Archivmints, ne? Keine losen Unterhosen. Warte, was? Mach die Musik an. Zeit für eine Kaffeepause. Oh ja. Spiel beginnt. Genial gelöst. Spüle nicht vergessen. Oh. Babylonische Bauklötze. Hut auf. Löse ein Rätsel. Uiuiui. Oh, gibt's auf jeden Fall ein bisschen was. Albumauswahl. Ich glaube, da können wir sonst nur noch mal durchgehen. Funktion freigeschaltet. Du kannst dir jetzt Tracks aus dem ganzen Spiel anhören, indem du zufällige Musikwiedergabe in den Audioeinstellungen aktivierst. Sobald der Abschnitt ausgepackt ist, kannst du nun die Bewertung ein- und ausschalten und so die Gegenstandsmarkierung und die Sterntaste vorübergehend ausblenden. Also wir könnten hier, glaube ich, nochmal reingehen. Aber das passt so. Ja, cool. Dann haben wir das heute durch.